Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu, keine Ahnung wie das Spiel nochmal heißt. Gratulation, du bist nun offiziell in die Vorauswahl zur verhinkulären, Hindernissen, Überwindungsinitiative von Apparaturas Aperture Science aufgenommen worden. Okay, absolviere die nächsten 10 freiwilligen Testkammern und die Anforderungen für eine Zulassung zu erfüllen. Ja, klingt doch super. Das will ich doch erreichen in meinem Leben. Klicke zum Start. Level 41. So. Ich müssen das da reinfallen lassen, damit es da drüber springt. Ich hoffe mal, dass das blaue Springen war. Du da, beweg dich mal kurz. Ich will das schön geordnet haben. Zack. Zack, 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 zack. So. Das Grundgerüst steht. Ich muss auf jeden Fall jetzt mal da kann ich eigentlich verschieben. Könnte das schon reichen? Okay. Schön. Schön, würde ich behaupten. Schön. Sehr schön. Das wollte ich jetzt nicht damit machen, aber gut. Ja, stabil würde ich mal behaupten, stabil. Wie mache ich das jetzt? Das sollte eigentlich Stabilität geben, oder? Ja, gibt volle Stabilitätspunkte. So vielleicht. Ja, das war jetzt irgendwie unnötig. Ja, tut mir leid. Blöde Sachen passieren im Leben. Ja. Easy würde ich mal behaupten. Verwende ich mal nicht miteinander. Ja gut, jetzt muss ich mir was überlegen. Die Brücke muss ja hier oben lang führen. Das bedeutet, das muss da durchfliegen. Was? Testen wir das mal kurz nochmal. Also das Ding fliegt. Boing. Warte, ich habe gerade irgendwie nicht aufgepasst. Wo landet es denn ungefähr? Ja, toll, es landet genau da und rutscht drüber. Jetzt die Frage. Kann ich ihn, das Auto, das Fahrzeug denselben Weg fahren lassen? Ich weiß nicht. Könnte funktionieren. So an sich, oder? Jo. Oh, das machen wir so. Obwohl, gut, theoretisch kann ich ihn auch hier unten lang führen. Das ist ja nichts. Das ist ja kein Beinbruch, würde ich mal behaupten, oder? Obwohl das natürlich ein bisschen unstabil aussieht. Ein bisschen, ja. Ich glaube, die da sind komplett unnötig. Oh
machen wir das mal so, dass ich da noch eine Verbindung hinkriege. Ja. Ich glaube nicht, dass das hält. Sogar doch was gebracht. Sollte eigentlich gehen, oder? Nee. Nicht stabil genug. Wartet, wir machen mal das kurz so. So. Sollte eigentlich gehen, oder? Oh ja. Jetzt sollte es gehen. Oh nein. Ich glaube. So. So müsste er weit genug fliegen. Ja, kein Problem. Wie gesagt. Easy peasy. Konvoi. Das geht. Na, perfekt. Niemand hätte es besser hingekriegt als ich. Nicht mal die Designer dieser Kammer. So. Was? Kubachinko? Kubachinko? Level 24. 42. 24. Ja, da rein. Nein. Ich bin verwirrt. Ah, okay. Hier ist eine Kiste. Das ist hilfreich. Also, der fährt. Dann fährt er hier nochmal. Eigentlich kann er hier unendlich die ganze Zeit hin und her fahren. Egal. Nicht so wichtig. Füllt auf jeden Fall schon mal seinen Zweck. Was auch, wenn ich nur, dass er will, dass er ganz knapp drüber fällt. Ganz knapp. Er soll es auch nicht am besten, glaube ich, nicht berühren. Ja, das sollte gut sein. So. Jetzt brauchen wir hier etwas. So in etwa. Zack, und dann brauchen wir hier noch so ein Kabel und fest. Sauber würde ich behaupten. Testen wir es nochmal. Oh, schon knapp, schon knapp. Wartet mal, jetzt muss ich. Unwichtig. Unwichtige Sachen. Wir brauchen. Das sollte gehen, oder? Jetzt wird es ja so gut wie gar nicht abgeleitet. Der prallt nur drauf. Ah, ja. Okay, so in der Art. Ja. Wenn aber nicht geleitet wird, dann. So vielleicht? Ja, landet genau daneben. Jetzt. Perfekt. Also weniger Material hätte man dafür nicht aufwenden können. So, das schafft er ohne Probleme. Diese kleine Brücke, wow. Das
Ist, wie ich finde, jetzt keine Herausforderung, hier eine Brücke hinzubauen. Und dann fliegt er da unten raus. Ich schaue mir mal an, wie er rausfliegt. Oh, hier ist ja noch was. Wartet mal. Au. Das braucht zwei Dinge. Das Teil hier drüben habe ich gar nicht gesehen. Ja. Gefällt mir nicht. Ich habe gar nicht gesehen, dass da Sachen runtergefallen sind, um ehrlich zu sein. Perfekt. So. Stabilität. So, so. Na ja, klar, dass es nicht von Anfang an funktionieren wird. Das könnte gehen. Ja, slidet jetzt rüber. Ich glaube, ich werde das einfach halten. So. Perfekt. Sollte jetzt gehen. Echt jetzt? Okay. Ich habe diese Brücke unterschätzt. Dass sie so leicht bricht, hätte ich nicht gedacht. Perfekt. Jetzt müssen wir nur eine Straße bauen. Ja gut, das hätten wir jetzt vielleicht ein bisschen so machen können. Dann so, dann so. Dann so und dann so. Also, das sollte beim ersten Mal funktionieren, um ehrlich zu sein. Habe ich volles Vertrauen in diese Brücke. Würde ich sogar testen. Genau. What? Ja, wie gesagt, würde ich auch testen. Ich würde aber gerne noch das da hier ein bisschen nach oben schieben. Und das da... Boah, ich weiß nicht, wie man das noch weiter verstärken könnte. Weil das Ding fliegt ja richtig dahin, also könnte eine sanftere Landung das vielleicht verbessern. Zum Beispiel, wenn ich das hier so mache und dann so, hat das eine etwas sanftere Landung, denke ich. Und ja, das denke ich sollte reichen für Konvoi. Eieieiei. 3 von 4, das ist gar nicht mal so schlecht, würde ich jetzt behaupten. Die Brücke sollte ich vielleicht anders designen. Dass dieses kleine Ding ein Problem darstellt, ist echt witzig. So. Ich komme hier angeschossen. So. Das könnte besser sein. Könnte. Warte mal, ich versetze es noch ein bisschen höher, weil ich... Obwohl, nee, das muss so ein bisschen sein.
Ich hoffe einfach mal, dass es nicht in Säure gedippt wird. Sonst war es das. Gut. Es hat funktioniert. Und da könnte vielleicht sogar noch ein Wagen drüber. Aber das reicht mir. Oieiei, das sieht heftig aus. Portlabyrinth. Ja, das... Wow. Echt jetzt? Wie viele Autos kommen da raus? Ja. Okay. Wenn ich ins Gelbe fahre, dann komme ich da wieder raus. Wenn ich ins Grüne fahre, komme ich da wieder raus. Aber das sind Laser, die ich mit diesem Knopf ausschalten muss. Was ich aber davor mit dem Türkisen? Oh shit, das wird was Längeres, glaube ich. Also, ich denke, ich hab's so langsam. Auto kommt raus, fährt ins Blaue. Vom Blauen kommt er ins Lilane. Vom Lilanen kommt er ins... Drückt er diesen Knopf, fährt zum Pinken. Vom Pinken geht er ins Braune. Vom Braunen drückt er den Knopf, kommt ins Türkise. Vom Türkisen, wo ist das Türkise, kommt er hier raus. Da der Laser schon ausgeschaltet ist, kann er ins Orangene fahren. Und vom Orangenen kommt er ins Grüne. Vom Grünen kommt er easy peasy dahin. Easy, oder? Zumindest macht das irgendwie Sinn in meinem Kopf. Deshalb könnte das schon funktionieren, denke ich, oder? So in etwa. Tipp, tipp, tipp. So. Ich bin leider etwas krank geworden in letzter Zeit. Also wenn ich husten muss, müsst ihr damit klarkommen. Tut mir echt leid. Also, das ist natürlich wichtig. Machen wir das mal so. So, das da. Machen wir noch ein bisschen so. Ja, sieht doch gut aus. Die Brücke hält. Ich brauche hier das Gelbe hier nicht, oder? Nee, nicht wirklich. Vielleicht gibt es ja... Hält das? Easy. Yay! Also, wohin jetzt in... Das Lilane, okay. Okay. Du da mehr dahin. So. ja. Bauen wir erstmal die Straße. Sorry. Kann man nichts machen, bin krank. Zap, zap. Ja, so muss das ungefähr aussehen. Ja. Denke ich mal. Sollte gehen. So. Zack. Könnte gehen. Mal schauen. Die Lücke müsst ihr überspringen, genau. Perfekt, jetzt kommt er ins Lilane und mach Boom. Oh, scheiße. Ja, tut mir echt leid. Wegen dem kleinen Husten. Dagegen lässt sich nichts machen. Also nicht wirklich. Hab kein Hustenbonbon oder so ein Scheiße hier. So ein Fit besitzt sich nicht. Geht das? Na, scheinbar nicht. Jetzt die Frage, wie ich da jetzt irgendwie rüberkomme. Oh, das ist schön. Das ist schön. So. Mache ich das mal oben rum diesmal. Natürlich zur Stabilität.
und den Rest mache ich mit Seilen fest. So. Sollte eigentlich gehen. So, jetzt da. Dann fliegt er da durch. Ja. Hätte man auch schöner machen können. Frage, hat er den Knopf? Nein, er hat den Knopf nicht gedrückt. Das ist blöd. Dann mache ich das mal so weg. Sollte eigentlich auch so gehen. Denke ich. Kann ich das ein bisschen... Nein, kann ich nicht. Machen wir das mal etwas so hin. Dann knallt er nicht so stark dagegen, denke ich. Oder wartet, wir könnten auch das da ein bisschen so machen. So, dann fliegt er ein bisschen so. Ach, ihr werdet es wahrscheinlich nicht sehen. Dann sollte die richtige Flug... Oder auch nicht. Oh, er fliegt da drüber. Das ist natürlich blöd. Vielleicht jetzt. In einem Konvoi könnte das gefährlich werden, falls die Leute das einfach ausmachen. Zack, perfekt. Und da hat er einen Unfall gebaut. Warte, ins Rote. Wohin müssen wir jetzt? Nein, nicht ins Rote, auf jeden Fall ins Braune. Und vom Braunen, wo sind wir dann? Ach, hier unten, genau. So, easy peasy. Okay, ich muss mir definitiv einen Hustenbonbon holen. Besorgen. Klauen. Sonstiges. Geht das? Könnte gehen. Ach, Kacke. Und? Nur fast. Fast. So, jetzt können wir theoretisch auch gleichzeitig eine Straße hier drüber bauen, denn wir brauchen die. Ach, Mann. Hält das überhaupt? Ja, das hält. Und jetzt müssen wir auch eine Straße da noch weiter unten bauen. Das ist wahrscheinlich eher schon schwieriger. Da wir ja jetzt noch mehr Belastung draufsetzen. Ja. So in etwa. Ja, sollte gehen. Und so. Oh Mann, was ist los mit mir? Hört sich langsam echt schlimmer an, oh Gott. Wie erhöhe ich die Stabilität? Theoretisch, wenn ich noch ein weiteres dahin baue. Könnte aber klappen. Könnte klappen. Schön. 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 Und Unfall gebaut. Das ist ja behindert. Das ist echt blöd, muss ich ehrlich zugeben. Und jetzt nicht das bauen kann wegen irgendwie blöd gemacht. Aber gut, der Laser muss ja auch kaputt zerstören. Hat er schon nötig. Ja, sollte gehen. Warte, dann komme ich vom Orangen hier rein, mache ich das auch gleich mal. Sollte ja nicht so schwer sein. Ja. Ja.
plus minus. Wird schon schief gehen, würde ich mal behaupten. So, da. Hey, du da machst dahin und du da ein bisschen zurück, genau so. So. So, 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 so. Machen das so ein bisschen schräg. Ja. Genau. Sollte alles klappen. Naja, vorher noch hier eine Strecke. Aber erst kommen die Testphasen. Läuft doch. Ist nur noch ein kleines bisschen und dann war's das. So schwer ist das Level auch wieder nicht. Perfekt. Easy. Ich denke, das sollte es gewesen sein. Oh, wartet mal, dass da vielleicht noch ein bisschen nach unten. Weil sonst schafft er den Sprung nicht. Obwohl, ich könnte das auch gleich... Kann ich das da gleich ans Ende schieben? Nein, kann ich nicht. Ja gut, das sollte trotzdem reichen. Sollte reichen. Auf jeden Fall cool aus. Boah. Nein, nicht dein Ernst, oder? Echt jetzt? Ich hatte da eine Stange drin, das habe ich echt nicht gesehen. Ach, fuck. Machen wir das mal gleich. Sicherer. Okay, machen wir das. Ein Pfingchen runter, fertig. Jetzt sollte er es ohne Probleme schaffen. Hui. Jo. Ach, Konvoi wird so Spaß machen hier. Yay! Der ist schön gesprungen. Victory! 16 Fahrzeuge, Konvoi. Ich frag mich aber, durch das erneute draufdrücken, werden die Laser dann wieder aktiviert? Nein, werden sie nicht, Gott sei Dank. Sonst wäre das ja echt schwer. Okay. Oh, da gibt es einen Stau unten links. Und der Stau hat sich selbst geregelt. Ja. Hier schon wieder ein Stau. Aber der Stau. Jetzt hat sich schon wieder angestaut. Ja, mit ein paar Verlusten kann man schon rechnen. Aber ich muss ehrlich zugeben. Oh. Ja, toll. Da hat es einen erwischt. 10 von 16, ne? Ich glaube, dafür habe ich sogar noch genug Zeit, das nochmal neu zu machen kurz. So. Und hier der Sprung. Sollte eigentlich jetzt alles klappen. Ist nur die Frage, ob sie auf den Knopf auch wirklich drücken. Ich weiß es nicht ganz. Bin nicht ganz sicher. Die fliegen drüber. Ah, der hat es gedrückt. Schön. Zweiter hat schon gedrückt. Das heißt, dieser Aufbau würde für einen Einzelnen gar nicht funktionieren. Na gut. Praktisch.
easy. Ja, die Folge ist ein bisschen länger geworden und das, obwohl ich noch was geschnitten habe. Aber egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal von Portal Bridges Construction. Peace out.